Ich besorge mir eine Hexe, die permanent harmlose Gestalt auf mich macht. Und das machst du gegen, das bringt dir gegen Dämonen, die keine Illusionszauber wahrnehmen, genau was? Ach, Dämonen, ja. Pff. Die muss man töten, bevor sie Meldung erzeugen können. So, ich mache jetzt gerade mal das Tractatus Contra Daemonicus auf. Oh nein! Klar. Wieso wollen wir da in diese scheiß Stadt rein? Weil es geil ist! Weil woran die Unannehmbare heißt und wir Hafax jetzt erstmal zeigen, dass es nicht so aussieht. Eben zeigen wir jetzt erstmal, wer hier dicke Eier hat. Ach, wir werden alle sterben. Und wieso haben wir verdammt Ahmad als Steuermann? Es ist Ahmad nicht mehr da, das heißt, jetzt wird Archen gefeuert. Oh. Wieso haben wir so verdammt patriotistische Leute an Bord? Weil das in unserer Gruppenbeschreibung steht. 12 Götter oder Reichstreue. Ja, siehst du, ich bin südaventürisch, bin 12 Götter, glaube ich, und alles ist wunderbar. Du bist sowieso ein dreckiger Ketzer. Du bist höchstens 11 Götter, glaube ich. Was, ihr seid die Heiden. Du bist der Ketzer. Ihr seid Heiden. Und reden wir gar nicht erst von Haaswolf. Boah, den werde ich noch aufknüpfen. Du als Alanfane hast doch bestimmt Vorurteile gegen Torvalder. Ja, natürlich. Ich Ja, bin nämlich natürlich. Noch einmal beleidigt, dann drehe ich ab. Also, Und das ich wette, war wirklich Haaswolf kurz hat. davor, dass ich Und ihn angegriffen habe. Das ich war wette, so Haaswolf kurz hat davor. garantiert Vorurteile gegen Alanfane. Ja, das war so kurz davor, dass ich Arroganz getriggert habe. Weil, ja, natürlich, der ist billiges, kleines Stück Dreck, ein Rabaker. Nicht mal so viel wert wie der Dreck unter Wenn meinen ich nicht Fingernägeln. wüsste, dass er Bettler. eine, wenn ich nicht wüsste, dass er eine miese kleine Ratte ist, würde mir Jasper auch fast besser gefallen als Kohlrab. Aber Oh, er ich ist eine mag miese Jasper. kleine Ratte, also können wir nichts tun. Jasper ist super, der ist total hilfreich. Ja, ist in dem Moment, in dem wir diesen Splitter in den Händen halten und er uns allen Paralys aufdrückt und sich mit dem Ding aus dem Staub macht und bei Palingan betteln geht. Ich sehe es kommen. Palingan, wieso muss es immer ein Palingan sein? Weil die Karinos nun mal immer nur die zweite Geige spielen. Ne, die Nicht zweite Geige mal. sind die Zaun rechts. Wollte gerade sagen. Ich dachte, das wären die, ach Gott, die Kugresers. Nee, nee, Ja, die haben gar nichts zu sagen. Zornbrecht ist auch nochmal. Ne, die stellen den Admiralissimo, Es muss sieht was auch noch. ungefähr so aus. Die Paligans sind scheiße. Die Zornbrechts versuchen überall richtig reinzukriegen. Die Karinos, wir sitzen zwar überall, aber wir machen lieber Intrigen, als um irgendwas Wichtiges zu kümmern. Die Und Bonarets sitzen sowieso nur auf ihrer Plantage und tun so, als wären sie mehr als eine Person. ja, sowieso. Der kümmert sich irgendwie darum, unsterblich zu werden. Der ist unsterblich. Beim Ja, aber Thema ich glaube, der unsterblich. arbeitet immer auch damit. Beim Thema unsterblich, der Perfall ist zwar nicht mein Grande, aber. Ja, und ich weiß gar nicht, was die anderen Familien tun. Ende Jonax sind die Patriarchen und. Ach ja, stimmt, die Hornax war noch da. Da gibt's doch die Und. TU-Brechts, oder? Die Zaunbrechts gibt's, und es gibt die Nee, die Ulfhards. U-Brechts heißt. Der Hornax ist ja mein Großonkel, den könnte ich auch um Hilfe bitten. Hier gab's Ja, noch so der Hornax, Bombenschütze. mein lieber, der Hornax, mein lieber, vögelt ein Bomberadianer. Also der hat gar nichts zu melden. Hat der Vögelmutter? Ich weiß das gar nicht, mit wem er zusammen ist. Der hat mal eine Elfe Tatsächlich gefügelt. 25 weiß ich gar nicht. Kann Der sein, hat dass mal er eine da Elfe noch mit. Kann gefügelt. sein, dass er da noch mit der Schwester vom Dings verheiratet ist. Und von so einer halbelfischen Schwester, Tochter, whatever, reden wir mal gar nicht. Eine Tochter. Meinst du, das hält den auf? Ich glaube, die hat sich auch ausgebrannt und ist jetzt hochgeweihtes Boron. Glaube noch nicht. Zumindest nicht in unserer Zeit. Ja, gut. Man muss dazu sagen, ich habe das Problem, der gesamte Status, wie ich Kiaras erstellt habe, ist 1030. Ich bin so ein bisschen Aber 5 tausend. Jahre zu früh dran. Ja, denn ihr seid noch nicht im Krieg mit dem Horasreich. Aber Ja, das ist das immerhin ist der Problem. Shit aus Ravenblut noch nicht passiert. Ja, das ist gerade das Problem. Ich Rosti, was hältst du davon? Wir bin lassen den 5 Jahre ganzen zu früh dran. Heptarchen sammeln spielen wie mal Rabenblut. Ja, genau. Los, ab nach Süden. Finde ich auch ein cooles Abenteuer. Wir werden hier eh nur verrecken. Ja, aber nicht unbedingt das passendste Abenteuer, wenn du schon einen Granden dabei hast, weil dann macht es keinen Sinn mehr. Also keinen so großen Sinn mehr. Außerdem, wir verrecken hier nicht, du verreckst. Ich habe noch ein Chip. Dann wirst du halt zwang heute sterben. Ich verbrenne meine Chips irgendwie immer in Boran. Ich weiß nicht, was das soll. Der war Nein, wir nochmal machen der das. Zweite, der den Chip in Helmenport verbrannt hat. Ahmad. Ja. Nee, Lucy hat ihren vorher verbrannt gegen die Karakille. Stimmt. Nee, das war, Doch. um Dingen zu retten. Ja, Stimmt, gegen stimmt, die Karakille um. hat sie gar keinen verbrannt. Ne, er Jedenfalls, hat Ugdan das wir Leben sind eine gerettet. Dämonenmarche.
Und wir sagen, hey, hör mal, entweder wir wollen überlaufen oder wir wollen verhandeln. Und dann in den Hafen einlaufen. Dann archenfeuern wir die Geschütztürme ab. Bronn kümmert sich sozusagen um alles andere und wir stürmen mit 200 Mann in den Hafen. Wir setzen die schwere Infanterie am Tor fest, die leichte durchwühlt die Baracken und alles, was noch übrig ist, durchwühlt mit uns das Warenhaus. Und Blutschluck tut, was Blutschluck tut. Wenn wir schon so sitzen, dann können wir auch einfach den Hafen einnehmen. Das Problem ist, dann sitzen wir im Kriegshafen. Wir können natürlich einnehmen, aber wir können ihn nicht halten. Weil... Dann brennen wir den halt komplett nieder. Das können wir tun. Aber dann wird Ahmad wieder rumheulen. Ahmad ist nicht da. Und was Ahmad nicht weiß, macht Ahmad nicht heiß. Wieso haben wir den mitgenommen? Weil das Schwert der Schwerter gesagt hat, ihr müsst. Und wenn das Schwert der Schwerter sagt, ihr müsst, fängt bei mir irgendwo der Ritterreflex an, der ja sagen möchte. Können wir den nicht irgendwo ganz aus Versehen irgendwie so in einen Haufen Paktiere reinschmeißen und hoffen, dass er verloren geht? Ja, ich habe noch einen Rachsort getroffen. Ich meine, wir können ja einfach so tun, als wenn wir es nicht merken, dass er gegen den Paktierer kämpft und wegfahren. Ja, wir können auch warten, bis er irgendwo in dem Pulk von Paktierer steht und dann zu Bronn sagen, ey Bronn, mach mal. Weil Ahmad steht uns eigentlich... Aber Spielercharaktere zu meucheln ist nicht sehr gruppenkonform, deswegen machen wir das. Aber... Oh. Nein, nichts aber. Na gut. Töten wir nicht unseren Raumreigeweihten. Richtig, man meuchelt keine Mitspieler. Ist kacke, ist aber so. Der Plan ist gut, der Plan geht. Während wir im Hafen kämpfen, kann die Arche die anderen Kriegsschiffe auffressen. Und um Himmels Willen, was war das? Nein, ich will nicht! Nein! Ich will nicht mehr! Plan abbrechen! abbrechen! Ach mal, drück mal auf den großen roten Knopf oben im Cockpit. Oh, scheiß jemand an. Ich muss gerade mal in der Pause ein bisschen arbeiten, weil ich da nicht drauf vorbereitet war. Ja, doch schon. Ich musste nur gerade meine Pläne anpassen. Ich habe gerade nur mit der Garnison gerechnet, aber ich hatte die ganzen Kriegsschiffe, die er jetzt ausgewürfelt hatte, die hatte ich noch nicht dran. Ja, wie gesagt, der Plan ist ja, dass die Arche die zermalmt. Oder in Brand steckt. Ist, dass die Arche die zermalmt oder in Brand steckt, bevor die Besatzung hinreichend wach ist, um zu kämpfen. Wie viele hat er denn ausgewürfelt? 4? 2. Ach, da sind ordentlich viele Schiffe. Ich glaube, an die 10 Schiffe sind da. Ja, komm, die kleinen werden Talukken sein, die können uns mal. Da setzen wir die Schützen drauf an und die schießen die einfach nieder, bevor sie an ihren Kanonen sind. Ja. Und die zwei Galeeren, naja, die fressen wir.